Moin Leute, Trimax hier. Jetzt gibt's auch von mir den Vlog von der Gamescom. Absolut krasses Event. Henno und ich sind die ganze Zeit bei der Fortnite-Bühne, jeden Tag 12 Stunden. Sehr überwältigend, so viele Leute live zu sehen. Ist auch der krasseste Stand. Könnt ihr noch mal ein paar Bilder einblenden, was da Epic Games zusammengebastelt hat. Mittlerweile ist der letzte Tag. Heute wird es noch mal am vollsten. Es wird immer voller. Wir müssen immer früher raus und immer mehr Programm. Es ist schon sehr kräftezehrend, aber es macht einfach super viel Spaß, einfach mal die ganzen Leute zu sehen, auch wenn man da Autogramme gibt, Fotos macht, die freuen sich mega. Mittlerweile ist es absolut nicht mehr möglich, jedem ein Foto oder Autogramm zu geben. Sobald man rausgeht vor den Stand, selbst mit Security, wird man komplett überlaufen und Leute drängeln, quetschen sich gegenseitig da kaputt und so. Das ist schon ziemlich krass. So, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir bewegen uns jetzt zu unserem Stand. Wir sind immer unter anderem die Ersten auf der Gamescom. Heute am Samstag wird der vollste Tag werden. Hier sind wir gerade bei EA. Ist noch alles leer. Aber das wird sich ganz schnell dann später ändern. So, wir sind jetzt hinter der Bühne. Ich hoffe, man hört mich noch und ich kriege keinen Copyright-Strike. Wir gehen jetzt hier einmal raus. So sieht das Ganze aus unserer Perspektive aus. Hier sitzen wir gerade in unserem Ruheraum und da ist auch Henno. Moin Leute, Henno hier. Abonnieren, ne? Und Mönch in der Beschreibung. So, jetzt gehen wir nach oben zum Epic Lounge. Hier haben wir die Streamerzimmer. Das ist das Streamerzimmer. Das ist der PC. Einfach im Lama-Design. Und hier hinten kann man rausgucken. Vor der Glasscheibe. Da unten ist ein goldener Automat. Da bekommt man seinen Code fürs Gamescom-Spray. Das sehen wir da drüben. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Giveaways machen. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar vergambeln. Einfach dranbleiben. Ecke, eine Bar. Lass uns einführen, dass alle den Fenster Stempel auf die Stirn bekommen. Ja, geil. Lass die Leute, die haben wir noch ein bisschen Schwammel. Ja, das ist echt gut Branding. Das ist echt gut Branding. Was haben die alle Titel? Das war Schwammel. Oh, das war Schwammel. Ja, ich bin
So, wir hatten gerade Autogrammstunde vor Fortnite. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Stand, zu Samsung. Und wir gehen hier lang. Über die Messe bewegen. Funktioniert ohne Security, die Leute sind nett. So, wir sind in der Bühne. Chef Strobel ist auch hier, wir haben jetzt zusammen eine Show. Hier, das ist der Host. Hallo, ich bin Abu. So, hier ist Chef Strobel. Hallo, das ist Max. Ich bin Max. Wie hieß der wundervolle Ort Lazy Links vor der Season 5? Oh, IMAX. Energy Accuracy. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Was zeichnet die Note-Serie im Vergleich zu anderen Samsung-Smartphones aus? Chef Strobel? Ich kann sagen, da ist ein Stift dabei. Ja, richtig! Alles, Alter! Wie lange spielt der durchschnittliche deutsche Gamer täglich Mobile-Games? Ach, von keiner Sache. So, 40 Minuten. Hey, Alter, hast du ja auf die Karte, oder was? Nee, es gibt ja auch heute schon richtig. 47,1 Minuten. Okay, cool, so krass. Und jetzt der große Countdown, Leute, für das Race zwischen Trimax und Chef Strobel. 5, 4, 3, 2, 1, go! Überholt. Hä? Oh. Alter, ist das hart. Und da kommt der Rage-Quit von Chef Strobel.